So, hallo zum zweiten Spiel oder tatsächlich interessant zum Entenspiel zwischen Bondoktors und Pietrax Brondasek zu BEZ in der Joint Dota League Season 3 in den Playoffs zu 3 und 4. Ich musste leider rebroadcasten, da ich da nicht konnte und habe drei Replays bekommen, die leider nicht in richtiger Reihenfolge sind. Ich ja, werde nach dem Spiel mal fragen, wie die richtige Reihenfolge ist. Das ist jetzt gerade das dritte Spiel, was ich caste. Es wird aber das zweite Spiel wahrscheinlich in der Reihenfolge sein. Ja, ist halt jetzt so. Von daher betrachtet das die alle Spiele so im Äther und ignoriert meine vorherigen Aussagen von wegen, oh mein Gott, da sind, oder meine kommenden Aussagen zu, es sind drei Replays. Ich habe zwei geguckt, es ist 2-0, so wait a minute, was ist das dritte da? Aber ja. Ja, wenn ihr das hier als drittes seht und die anderen Games gesehen habt, wisst ihr, oder auch nicht, wisst ihr vielleicht nicht, wie es ausgehen wird. Anyway, wir haben Bez gegen Bone Doctors, die sich für dieses eine Spiel anders genannt haben. Also entweder ist es wahrscheinlich das erste oder das dritte. Aber ja. Auch das einzige Spiel, in dem Bone Doctors den First Pick bekommen haben. Und Radiant spielen. Allerdings, aber auch mal wieder, beide Teams bannen exakt das gleiche. Wir haben jetzt wieder Razor und Terrorblade gebannt von Bez und wieder Lycan und Brewmaster gebannt von Bone Doctors. Dieses Mal sehen wir aber den Void auf Seiten von Bez und nicht auf Seiten von. Auf Seiten von Bone Doctors, so rum, und nicht auf Seiten von Bez, ja. Und Bez pickt darauf den Tidehunter. Dann haben wir Tainer Death Prophet. Ja, die Combo habe ich schon mal irgendwo gesehen. Sehr tanky und kann sehr gut funktionieren. Bone Doctors gehen mit ihrem Signature Witch Doctor und picken sich direkt mal eine Void Witch Doctor Combo zusammen und banden Skeleton King. Interessant zu sehen. Ich glaube, ich mache den Draft relativ schnell, weil dadurch, dass das halt irgendwie alles durcheinander ist, ist es halt doof, wenn es nachher geordnet wird und dann ist es irgendeine Reihenfolge von wegen, ja, wie in den anderen zwei Spielen schon, die dann später kommen und dann ist es halt auch doof. Aber ja. Wraith King wird gebannt, Scarlet Mage wird gebannt. Das stimmt. Invoker tatsächlich hier von Bone Doctors gebannt. Und der Lich kommt raus von Bez. Die hier erstmal die Kombos für die Krone rausholen. Picken hier einen Silencer. Okay, ich glaube, das ist wirklich das Spiel 2. Bedenkt, dass es im nächsten Spiel wird Silencer gebannt von Bone Doctors, was eventuell so ein bisschen Respect-Ban sein könnte. Aber gut. Silencer, Magnus. Void Witch Doctor Magnus. Auch interessant. Aber ja, Magnus kann in die Krone reinspringen, ist quasi wie ein Epicenter. Springt rein und sobald die zu Ende ist, bevor er der Gegner halt reagieren kann, kann er dann halt mit der AP die nächste Disabled-Phase auslösen. Aber der Silencer sorgt zumindest dafür, dass es eventuell nicht so leicht möglich ist. Kommt auf die schnellen Finger des Silencer darauf an, R zu drücken. Vengeful Spirit wird dann noch zu noch gepickt, um ein bisschen Control zu haben und auch Early Game was zu können. Außerdem Reliable Stun ist tatsächlich wichtig, damit man nicht den einzigen Stun hat als Ravage. Den einzigen Stun als einzigen Stun Ravage hat so. Jack Hero ist als weitere Combo für den Void gedacht. Alles in die AP, alles in die AP. Alles für die Kids, alles für die Kids, alles für die AP. Buns kommen, Sniper und ein Centaur raus. Ja, das scheint wohl Game 2 zu sein. Sniper war in Game 1 von Bone Doctors gespielt worden. Damit haben sie gewonnen. Das heißt, es ist ein kleiner Respect-Pick. Der Lich-Sniper Middle Lane war too strong für die Death Prophet, von daher wird er jetzt erstmal gebannt. Sniper wäre auch hier tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen. Allerdings, wenn genug in die Krone kommen, sollte das eventuell auch ausreichen mit dem Death Ward. So, Sven wird als letztes von den Bez ausgepackt. Dieses Mal wohl als, ja, entweder Support oder als Carry. Tatsächlich, weil ich schon ein bisschen was weiß, hey, wird es wohl als Support gepickt werden und Silencer wird das ganze Core machen.
eben weil es auch Sinn ergibt. Silence ist sehr, sehr wichtig. Das ist so ziemlich das Einzige, was Bonatrix davon abhält, einfach ihre Combo reinzuwerfen. Dementsprechend ist es wichtiger, je schneller, desto besser. Je schneller, desto Level 6. Und außerdem ist es auch gut, wenn Aga nimmst. Und je schneller, desto Refresher. Wissen schon und so. Und Bonatrix letzter Pick wird in der Mitte ein Pack sein. Okay, das ging schnell. Ich hole mir mal die Kamera, so. Und dann Yates ins Spiel. Mal schauen, was sie so machen wollen. Aber wie es scheint, wie immer Crunch in der Mitte und der Rest auf seine Position. Also ja, teilt er da unten hin. Om nom nom, noch ein bisschen Fisch essen. Hm, lecker Fisch. Und dann geht's auf die Lane. Beide haben eine normale Defensive Tri-Lane. Und der Faceless Void tatsächlich ist der Carry hier und pack. Mit einer Double Damage Rune, die ich definitiv glaube, dass sie ein Bug ist, besonders weil sie nicht endet. okay. Ja gut, okay, der Buff ist ein Bug. Dementsprechend aber der Buff funktioniert richtig und wird gepickt. Interessante Ward Position. Habe ich so oft gesehen. Besonders so weit hinten, dass man nicht mal diese Ecke hier sieht. Vielleicht ein bisschen weiter dargestellt. Besonders weil der Ward halt noch reicht, also tatsächlich wäre das hier genug. Oh, natürlich sehen sie die Wards aus, das ist bitter. Das hätte tatsächlich hier richtig gepasst. Das ist bitter für den Pack, der direkt schon seine Ward verliert. So, die Rune wollen Bonatrix beide haben. Und wie es so aussieht, bekommen sie die auch. Double Damage für Bug. Okay, jetzt weiß ich auch, woher der Bug kommt. Hätte ich ja wissen können. Aber na gut. Holla, holla, get dollar. Na dann, Zalok. Let's farm this dollar. Aber ja. Bontirune, warum nicht? Bisschen Dollar. Für ganz wenig Holla. Und schauen wir mal. Magnus in der Mitte gegen Death Prophet wird eigentlich eine nicht so tolle Zeit haben. Weil er doch relativ stark vom Crypt Swarm geharrest wird. Aber wenn er aufpasst, sollte das okay sein. Liquid Fire als erster Bild für den Jakiro, um den Titan ein bisschen rauszuharrissen. Muss auch schon seine erste Tangos fressen. Was nichts verwunderlich ist, denn Warlock muss erst schon mit seinem Leben bezahlen. Das schauen wir mal an. Pack macht den ersten Dodge und wird natürlich von 5 Millionen Stunts getroffen und geht down. Okay. Das ist halt bitter. Und das kann öfters passieren. Definitiv. Auch sobald der erste Silence rauskommt hier von Silencer auch. Last Word oder sowas. Und dann zack, down. Jo, die Glaives machen durchaus einige Damage erstmal. 30 Int. 30% Int sind immerhin 10 mehr Damage. Was doch zum Last Hitten nicht schlecht ist. Und 15 Mana kann man dafür auch mal aufwenden, besonders mit einem Basi, wo man sowieso gerade keine anderen Skills hat. Magnus ist schon wieder ein bisschen leer, aber hat jetzt eine Bottle. Sollte aber vielleicht diese Last Hits holen. Oder auch nicht. Oder diese Last Hits. Oder auch nicht. Also entweder das Electric-Spiel oder ein bisschen geschlafen. Aber gut. Bats. Much damage, such wow. Ich hatte hier wieder einen Boots First Tidehunter. War im ersten Spiel, glaube ich, auch schon so. Und der Ice Path reicht gerade so, um sich die Bounty-Rune zu snacken. Die ist halt definitiv dann wert war. Allerdings jetzt Invis-Rune für Quop. Für Death Prophet. Die ja wahrscheinlich da nicht so toll ganken kann wie Magnus in dem anderen Spiel. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass auf der Top-Lane hier eher was passieren wird. Da die Möglichkeit des Kills sehr viel höher sind. Besonders weil Pack
komplett blind ist. Und naja, die anderen Lanes doch eher auf Harris ausgebaut sind. Titan da stackt halt dementsprechend seine Engines, aber die sind tatsächlich geblockt. Sneaky Sneaky, auch genau zur richtigen Zeit, wo er es zum ersten Mal probiert. Und kriegt die Denies. Schauen jetzt mal nach 3 Minuten auf die Last Hits. Silencer farmt unbeschwert. Faces Void farmt auch unbeschwert, hat aber schon einen Deny hier bekommen. Dementsprechend sind sie fast eins genau auseinander. Beide halt quasi nahezu perfekt oder perfekt. Kann ich nicht beurteilen. Jo, darauf folgen die Mitte, wo Death Prophet ein bisschen Vorteil hat. Und dann die Offlanes. Pack hat tatsächlich mehr Last Hits, aber nicht so viele Level. Na doch. Beide werden sehr, sehr weit zurückgehalten. Aber Pack hat immerhin ein paar Last Hits sneaken können. Bevor halt jetzt doch die, ja, relativ weit hinten ist. Schafft das rechtzeitig? Ja, schafft er nicht rechtzeitig, die blöde Harpy umzubringen, damit sie nochmal neu spawnen können. Und ja, Magnus kriegt eine Regen-Rune. Das freut ihn sehr, sehr, sehr. Hat tatsächlich richtig viel Runenglück gerade. Und kommt damit in der Mitte noch ein bisschen länger klar. Denn das Harassment von der Death Prophet wird natürlich nie weniger, muss man sagen. Pack kommt jetzt wieder in XP-Range. Bei Titan da dauert das noch ein bisschen. Ist immer noch Level 2. Aber ja, sollte. Ist ja. Es wird tatsächlich von der Wench aus XP-Range rausgehalten. Magnus disconnected kurz, aber hat wohl keine Auswirkungen auf das Spiel. Oh. Ist sogar eine relativ lange Pause. So. Second auch noch hier. Und go. Sven ist hier sehr, sehr sneaky. Hofft vielleicht, dass Pack mal zu einer Rune gehen wird. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Das Schöne natürlich an dem Last wird, ist, dass Pack es halt komplett dodgen kann. Weshalb das vielleicht nicht geskillt werden sollte. Oder so hoch geskillt werden sollte. Aber vielleicht hat er es auch zu spät gemerkt. Wie gesagt, fuck, macht ja gar keinen Damage. Und bam. Ja. Okay, es triggert wohl nicht, wenn du das Phase Shift anmachst, sondern es geht ja dann zu Ende und das wird gedodged, okay. Meinetwegen. Phase Boots für Death Prophet. Magnus hat erstmal noch nichts, aber die Midas kommt wieder für den Farmer raus. Zalok mag seine Midas. Ist diesmal, ja, wahrscheinlich ungefähr in seinem Mittel. Wenn man die anderen Spiele so betrachtet. Muss allerdings vielleicht jetzt. Nein, 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 den darfst du nicht verpassen, genau. Kommt hier gerade nicht rein, sollte vielleicht den Kurier benutzen. Jetzt schnell, ja. Verpasst aber leider einen Last Hit. Naja. Gut, oben Pack hat vielleicht Probleme. Nee. Gehen nah ran, aber ein bisschen zu weit weg. Wenn sie weiter vorne wären, hätten sie halt schön beide Stuns werfen können. Einer von denen trifft und dann sollte das ein Kill sein. Aber, okay. Durch seine konstanten Last Hits ist Zalok jetzt tatsächlich auf höheren Last Hits als der Silencer, der vielleicht ein paar unterm Tower machen musste. Nee. Vielleicht jetzt ein paar unterm Tower machen musste und dadurch verliert. Witch Doctor killt Titan da. Das muss ich sehen. Was? Ja, Titan ist natürlich nah dran. Klar, aber ein bisschen zu nah, ja, das war ein bisschen zu greedy, das stimmt schon. Oh, okay, mit Chrono ist es dann relativ eindeutig. War aber sogar noch knapp mit der Chrono. Also nein, nicht knapp, aber die Chrono musste benutzt werden, so.
Ja, das ist jetzt das Problem, aber das könnte knapp werden. Tatsächlich. Ja, Puck ist doch relativ schwierig zu besiegen mit einem Silencer. Okay, 1 zu 1. 7 Minuten drin. Wir gucken auf die Grafen. Die Grafen sagen, ja, Bess ist weiter vorne. In Gold und XP. Geht allerdings jetzt ein bisschen hoch, wahrscheinlich wegen dem Faces Void auch hauptsächlich, der seine Midas hat. Aber naja, die Magnus, die Mitte von Magnus hat halt da nicht so viel mitzureden. Die Nice ist halt nicht wirklich was dementsprechend hat da. Natürlich Death Prophet so vorne. Aber, ja, noch geht's, ne? Wenn man bedenkt, dass das halt zu erwarten ist. Geht in diesem Matchup, hält er sich doch noch relativ gut dagegen. Rune ist eine Bounty-Rune und eine schöne Illusion-Rune dafür. In der Zwischenzeit Sneaky Sneaky Bon. Doktors holen sich unten den D1-Dauer. Und weiter geht's damit. Treiben den Titan dann noch weiter zurück. Der allerdings jetzt ein bisschen sicherer seine Last Hits bekommt. Und natürlich auch noch kürzeren Weg hat, um die Engines weiter zu senken. Ein Stack hat er jetzt immerhin und könnte, ne, ist zu spät für den zweiten, hätte aber eben, wenn er loslaufen könnten, allerdings hätte er Creepfair verpasst, was vielleicht nicht so dolle wäre. Smoke in die Mitte, yay, es passiert was. 9 Minuten Smoke in die Mitte, oder vielleicht doch Smoke zum Pack, okay, doch, ah, unsicher, unsicher. Elaine, aber in der Mitte ist nicht genug gepusht, deshalb können sie in der Mitte eigentlich nichts tun und sollten sich für den Pack entscheiden. Sehen vielleicht, ja, jetzt sehen sie den Pack und ja, rotieren nach oben, machen sogar das den Greedy von ihm. Ah, haben sogar nicht geschafft. Achso, war auf Cooldown, okay. Und tatsächlich hat die, weiß nicht, was getroffen hat. Aber jetzt ist das Last wird geprockt, nee. Nicht sicher, okay, weitere Krone drauf. Witch Doctor wirft seinen Stun, es bounced sich auf ihn zurück und tötet den Tidehunter, der jetzt schön das ganze Ding ausjuckt. Void juckt, aber Death Prophet kommt entgegen, aber reicht nichts. Haben wir so einen schönen Pfad, wo sie weggehen können. Ja, 2 zu 2. Zweimal Pack und zweimal Tidehunter, wie passend. Beide Offlaner sterben öfters. Beide Offlaner sind Level 5. Und beide Offlaner haben ähnliche Kills, wobei Puck hier doch ein paar mehr hat. Aber beide auf dem Weg zum Blinkdagger. Puck sogar richtig greedy ohne Boots. Weil, wenn sie mich catchen, bin ich eh tot. So ungefähr. Und dafür habe ich ja das Orb. Kann ich nachvollziehen. Das hat ihn natürlich ungefähr. Also, ja. Wirft ihn 1000 Gold vor. In Sachen, wer schnell den Blinkdagger bekommt. Kann aber auch relativ schnell sein Ende bedeuten. Denn es ist alles Unreliable God. Batz, batz, batz. Ja. Und so weiter und so fort. Erstmal noch nichts. Die Farmer sind halt hier. Zalok ist top of the board. Aber dicht gefolgt von der Death Prophet und dem Silencer. Und danach ist erstmal eine kleine Lücke. Von daher, Bess und Nim haben auf jeden Fall gerade mehr Farmer hier auf der Lane. Da die Mitte richtig gut dafür funktioniert. Und Magnus nur. Ja, wenige. Doch wirkliche Farmer auf der Lane hat. Und der nächste Pack. Aber diesmal kriegen sie eine Return. Ah, bitte. Und da hat er sogar seine. Ja, kriegen sie nicht mehr. Da hat sogar die AP nicht gestimmt. Jetzt eine Haste-Rune auf Death Prophet. Macht hier Jagd auf den Jakiro, der schon weit genug weg ist. Und gucken, hier ist es ein Top-Tower bekommen. Exorcism ist da. Level 9. Und es wird auch benutzt, um den Tower relativ schnell down zu bringen. Glyph ist verfügbar, sollte bald benutzt werden. TPs kommen rein. Wollen es steffen. Silence auf den Silencer, aber ja. Da ist leider keine Dreamcoil mehr da, um den Silencer wirklich in der Overextending-Position zu halten.
Aber immerhin, Exosim benutzt, der Tower steht noch. Und die sind doch sehr aggressiv dafür, dass sie hier gegen drei kämpfen. Vielleicht ist der Witch Doctor nicht zu sehen geworden, aber mit Vengeance war doch da. Vengeance Full Spirit, Vengeance Full Ghost, sagen wir mal so, war da doch relativ nah dran. Und die kriegt auch fast jeden Last Hit. Smoke, okay. Panic Smoke, beziehungsweise wir müssen was machen, Smokes. Obwohl natürlich sie im Late Game nicht so viel schwächer sind. Aber Ravage und Silence und ja, muss nicht sein. Wollen sie jetzt hier was tun? Zwei Smokes sind da. Erstmal guckt, okay, es ist erstmal keine Ward da. Aber Oils ist halt auch schon da. Das wird relativ schwierig, da gecatcht zu werden. Besonders, weil sie keinen Reliable Stun erstmal haben, wo sie da wirklich mit initiaten können. Pack ist natürlich da und muss aber direkt sein Ulti dafür verwenden. Außerdem noch keinen Blinkdagger. Und Aga ist fertig. Nach 13 Minuten für den Silencer. Farmt richtig gut. Nicht schlecht. Und anscheinend Void geht direkt auf Refresher. Oder ist es eine Linkins? Aber ich glaube, Linkins ist hier nicht so... Weiß nicht. Sie blockt natürlich schon ein bisschen was, aber... Ja, Jakiro ein bisschen weit vorne. Ah, schöner Silence aber hier. Dem vielleicht sogar alles Mana rausgedraint, ja. Komplett das Mana ausgedraint. Und nichts zu machen. Richtig mächtig, jetzt schon das frühe Agas. Und hätte er das nicht jetzt gerade bekommen, ja, wäre das ganz anders ausgegangen. Okay, das, ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. So gut. Unterbricht ich es oder nicht? Hit on the way was bedragged. Die Frage ist halt, ob es ein Stun ist. Also anscheinend ist es ein Stun. In der Hinsicht, ups, das war... Das war richtig knapp. War das? Okay. Ja, was ich meine ist, mit dem Skewer hätte durchaus, wenn das Ding halt nicht das TP abgebrochen hätte, hätte durchaus das TP brocken können. Und was passiert mit Magnus, wenn er irgendwo her skewert, während er positionally wegbewegt wird? Ja, er geht zum Enemy Fountain. Das hätte er durchaus einen Fountain Dive für den Magnus werden können. Und ja, Witch Doctor Ulti ist for good measure. Ja, 80 Sekunden, nicht so großer Cooldown, außerdem Chrono ist halt auch noch die Cooldown, von daher kann man das schon mal draufwerfen. Hat sich der Witch Doctor gedacht, gute Entscheidung, 6:4 damit für die Bound Doctors. Und sie kriegen den Sven nochmal down. Der ist zwar nur Support, aber immerhin etwas. Ups. Wurde stun. Wurde mein PC kurz gestunt. Naja. Finden hier schön einen Observer Ward. Aha, High Ground on a Liquid Fire missen. Das ist natürlich doof. Okay, ja, Bound Doctors haben wir jetzt mit dem Pack so langsam die Chinesen, die sie brauchen. Blink Dagger ist da. Tidehunter braucht noch ein bisschen für seinen Blink Dagger. Aber, naja, kann sich ja doch schnell ändern. Kurzes Door und Silencer geht in Refresher. Don't open. Why not? Na gut, jetzt ist die Aggression auf Seite von Bez, die erstmal in den Dschungel gehen und da doch auf einen Void treffen, der tatsächlich auf Battle Fury gegangen ist, was ich tatsächlich relativ toll finde, denn er wird den Damage machen und was passiert mit der AP und im Battle Fury? Ja, tote Leute. Relativ schnell. Dreamcoin ist draußen und mal schauen, ob sie da nicht hinten kommen. 3, 2, 1 mit dem Battle Fury. Oh, es ist richtig übel jetzt rein, aber... Schöner Stun auf 2. Und Ravage. Und das ist immer noch am Proppen, das Ganze. Übel, übel, übel. Und tatsächlich kriegen sie richtig viel Down. Eine schöne Position für den Witch Doctor Ulti. Allerdings, ja, zu spät und hilft dann jetzt auch nichts mehr. 1:4 nur dieser Trade, der doch richtig anders aussah. Aber sie brauchen Mana Boots zurzeit gegen das Arganims Ulti, das tatsächlich gerade Bone richtig auseinander nimmt.
Silencer ist gerade extrem tödlich für die Bone Doctors. Und verhindert jede Art von irgendwie Teamfights zustande bekommen. Dann muss Bone Doctor sich was anderes überlegen. Random Creeps. Wald gefunden. Kriegen hier nicht mehr den Tower, müssen sich zurückziehen. Aber sind noch fein. Wir haben die Grafen, die... Whoopsala. Das ist doch schon ein schöner Clipping-Fehler da oben. Ach du Scheiße. Ja, 3000 XP fort, PB, beziehungsweise Bez gerade daraus gewonnen. Und ähnlicher Gold-Vorteil. Also ähnlicher Gold-Unterschied mit einem 1000 Net-Worth-Vorteil jetzt für die. Magnus hat seinen Blink allerdings auch und nutzt ihn direkt zum Dodgen. Ja, Bone Doctors müssen irgendwas machen, beziehungsweise müssen den Silencer finden. Müssen auf den Silencer nicht hätten. Und ja, der Titaner darf nicht da sein. Die Death Profit wäre auch schön, wenn die gerade nicht da wäre. Und Sven sollte vielleicht nicht zu nah dran sein. Ja, das sind irgendwie relativ unwahrscheinliche Szenarien, wo Bone Doctors gerade ohne Probleme fighten können. Prinzipiell muss es eine Krone auf alle sein. Dann gibt das viel. Aber halt auch ansonsten. Schön getimt. Direkt die Regeneration abgebrochen. Die dadurch, dass sie jetzt Pure Damage ist, tatsächlich die Regeneration-Rune noch abbricht. Aber erstmal nichts. Irgendwie habe ich Lust vorzuspulen. Noch passiert gerade nichts. Jetzt versuchen wir der Doktors in der Mitte den Tower Down zu bekommen. Glyph wird benutzt. For good measure. Und jetzt sind sie ready. Initiation kommt aber leider ein bisschen zu spät, bzw. TP ein bisschen zu früh. Der hätte durchaus, wenn das vorher abgesprochen wäre, einen schönen Swap werden können. Ich glaube, der hätte Sven besser aufpassen müssen. Mensch kam hier rein. Und dann. Ja. Hätte er erst TP müssen. Wo die Venge schon den Swap gemacht hätte oder in der Animation wäre oder sowas. Dann hätte das unter Umständen funktionieren können. Aber beide Teams groupen in der Mitte auf. Smoken. Und machen einen Wraparound. Beziehungsweise bereiten sich auf jeden Fall für einen Fight vor. Klar, Silence Source ist ready. Von daher wollen hier PB fighten. Blink Titan ist auch ready. Das könnte vernichtend werden für die Bone Doctors, die jetzt erstmal auf den Silencer gehen. Der aber nur baitet. Silencer ist draußen und Ravage auf 4. Und Crypt Swarm auf 3. Und direkt sind 4 Leute tot. Und ups, ja, ohne Mana in der Mitte von allen. Backtrack noch einiges vom Damage, aber Teamwipe für PB ohne ein. Fast ohne Damage zu bekommen. Das ist diese 400 X HP sind das einzige, was der Silencer dafür getradet hat, dass er ein bisschen Bait gespielt hat. Boah. Nicht schlecht. Exorcism, um dann doch vielleicht in irgendeiner Zeit Washdown down zu bekommen. Denn zugegeben, Damage haben sie wirklich keinen. Zurzeit. Das ändert sich aber wesentlich mit Sven und auch mit dem Silencer, der jetzt 22 Intelligence schon gestohlen hat. Was einiges ist. Darauf achten, wie viel Damage, wie viel Intelligence hier gesteelt wurde. Einiges, ja. Okay, Cooldown für Silence ist 60 Sekunden. Das ist der Zeitraum, den Bone Doctors noch warten werden, bevor sie hier irgendwas goen werden. Ja, Bone Doctors, ja, sag ich schon. PB warten werden, bis sie irgendwas goen. Und halten dabei aber die Bone Doctors doch relativ contained. Mal gucken, die jetzt nicht mehr in Tor gehen, in den Woods gehen können. Haben zwar hier Wards, relativ viele von PB. Dementsprechend können sie nicht mehr in den Ward und sie, in den Wald rein. Haben halt schön diese. Wir halten euch auf der Seite hier und versuchen euren T2 wahrscheinlich dann demnächst zu pushen. Allerdings erstmal noch ein bisschen farmen, weil warum. Warum sollte man pushen, wenn man noch nicht fighten kann? Ergibt ja keinen Sinn.
Robidus Ulti ist auch bald online, aber für die Combo brauchen sie es erstmal nicht. Ravage brauchen sie, das ist in 30 Sekunden online. In 30 Sekunden ist der Stack auch weg. Und dann kann auch wahrscheinlich auf die Bottomlane gegangen werden. Wobei Death Prophet tatsächlich auf der Toplane ist. Mal schauen, vielleicht wollen sie hier doch noch ein bisschen warten. Weißt du nicht auf was, aber... Aber hey. Relativ passiv alles, relativ passiv. Noch relativ passiv, immer noch relativ passiv. 2-3 Minuten später. Verändert sich hier erstmal noch nichts. Ich weiß nicht, ob sie selber die Aegis abwarten wollen, aber... Sollten sie doch eigentlich nicht tun. Gut. Seeker bricht hier schön den Engine Pull ab. Well played. Finde ich hier eine Haste-Rune, die vor der Nase weggesnappt wird. Oh, ein Dreamcall gemisst. Das ist böse. Das ist nicht so toll. Besonders, dass er so weit zurück... Also, dass Bond so weit zurück sind, um eine Dreamcall für eine Venge einzusetzen. Spricht halt auch schon... Nicht gerade für die Situation, in der sich Bornoxus befinden. Von daher, sieht nicht so gut aus. Die Graphen sprechen da doch recht eindeutige Bände. Und auch die Situation an sich. Wir haben die letzten zwei Teamfights gesehen. Die waren richtig, richtig übel dafür. Und jetzt beginnt die nächste Initiation. Sven, Blinkdagger, kriegt noch einen Ice Path raus. Macht noch allen Damage, den er bekommen kann. Allerdings, ja, reicht es nicht für mehr. Und auch Bornoxus konnten da nicht re-engagen. War halt irgendwie alles da, aber irgendwie war halt auch niemand da. Das spricht sehr dafür, dass Bornoxus hier den Tower verlieren. Die zweite Tower wird hier noch ein bisschen... Ja. Ein bisschen geharrist, der Magnus vom Alm. Und ja, Exorcism wird benutzt. Tower wird gepusht. Kurze Zeit war ich ein bisschen verwirrt. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Und es überrascht mich so ein bisschen, dass sie da noch nicht, ja, zurückskühren wollen. Wahrscheinlich, weil dann das passiert, wenn man das nicht hinbekommt. Okay. Jump rein. Sehr schön gemacht. Silence hier gebrochen. Und dann kriegen sie... Oh, wunderschöner Swap. Und das besiegelt so ziemlich das Schicksal. Denn jetzt kommt Refresher, nächster Silence und Teamwipe für... Okay, ja, jetzt Teamwipe. Olds sollte wahrscheinlich jetzt das Olds gleich kommen. 3 Sekunden, ja. Teamwipe für Bondoctors. Bitter. Verlieren dabei nur die Venge, die natürlich sich in die Kronos wuppen musste. Titan da musste da sehr aufpassen, dass er da nicht noch ins Makropire reinläuft. Aber ja. Mehr Damage zum Tower bekommen sie da nicht. Aber ziehen sich doch hier relativ erfolgreich zurück. Das war nicht schlecht. Shiva's ready für Titan, der doch viel Damage bekommen hat. Und Faces Void. Ja, hat sein BKB. Aber. Der Rest hat noch keine Items, wobei die Items bei PB doch sehr weit vorne fortgeschritten sind. Death Prophet kann sich jetzt entscheiden. Okay, baut ein komplettes Hex. Silencer hat ein bisschen Gold, vielleicht mal Power Treads. Oder BOTs. Vengeful Spirit in Force Staff, damit ist sie relativ zufrieden. Sven Blinkdagger, mehr braucht er sowieso nicht neben dem Soul Ring und das versprochene Shivas für den Tidehunter. Auf der Seite von Bone Doctors haben wir einen Jakiro, der erstmal nur Mana Boots hat. Witch Doctor ähnlich, wobei er schon auf dem Weg in seinem BKB ist, um es rauszubekommen. Das Problem ist halt jetzt der Refresher, der halt auch die BKBs nutzlos macht. Findet hier ein paar Hellen. Look. Hat Luck und findet einen Witch Doctor und einen farbenden Void. Aber mir auch nicht. Bisschen gescoutet, wissen, dass die da oben sind. 17 Sekunden für Solo Silence. 70 Sekunden für Double Silence. Und ich weiß nicht, 30 Sekunden. Wahrscheinlich werden sie die noch abwarten. Weil, wie schon gesagt, es gibt halt einfach keinen Grund, da jetzt irgendwas zu forcen. Und wenn ich das denke, dann spulen wir nochmal vorwärts. Aber nicht zu viel, weil das Spiel ist schon bald vorbei.
Ich rechne fest damit, dass das nächste Fight dann das Entscheidende sein wird. Wenn ihr euch hier die Grafen ansieht, seht ihr, okay, irgendwie, wenn sie nicht teamfighten können, können sie natürlich ein bisschen farmen, aber das Farm-Battle gewinnt halt, ja, ist relativ even. Aber, jetzt mocken sie auch noch unter einem, okay, ist ja Radiant, ja. Nach zweimal Bond Doctors auf der Dire-Seite casten, kommt es da schon manchmal zu Verwirrungen. Es wird gesmoked. Dazu müssen Gegner gefunden werden. B-Breast versus die Death Prophet. Also, Wraparound. Und der Faceless Void auf der anderen Seite. Dem aber doch jetzt der viermal Smoke von PB entgegenkommt. Schön zu sehen, dass beide Teams hier gehen. Und beide Teams werden tatsächlich im Smoke aufeinandertreffen. Werden hier Smoke. Kronon. Gerade so, aber. Ja. Alles trifft. Der Stun trifft, der Double Stun trifft. Die zweite Silence stellt auch sicher, dass in der Krone nichts mehr gemacht werden kann. Chronos down. Triple Kill für den Silencer, der einfach mal so beide Supports nur mit seinem Ulti tötet. Und ja, das ist relativ over. Exorcism wird benutzt. Der Tower schmilzt wie Butter unter einem heißen Messer. Technically schneidet Tower wie Butter mit einem heißen Messer. Aber hey, unter einem heißen Messer, wenn es denn groß genug ist, schmilzt auch Butter. Andererseits, unter einem groß genug Gegenstand schmilzt Butter immer. Denn wenn der Gegenstand groß genug ist, um durch sein Gravitationsfeld genug Hitze zu erzeugen, lassen wir das. Ja, GG, Bone Doctors gegen PB. Als zweites Game, von daher freue ich mich, euch auch noch im dritten Game zu sehen, wo es entschieden wird. 1-1, Bone Doctors gegen Bez. Jetzt kommt das entscheidende dritte Game. Ich hoffe, ich sehe euch dort wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Ich war Sistus und Dota und ja. Wenn ihr mich mögt, guckt weiter auf meine YouTube-Videos oder guckt meinen Twitch Sisterson Account, wo weiterhin teilweise Starladder Amateurliga gestreamt wird. Federal League beginnt demnächst. StarCloud League ist auch demnächst. John Dota League Season 4 bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und den ESL Weekly Cup sonntags, immer sonntags um 17 Uhr, den bin ich auch dabei und wird regelmäßig in Deutschland übertragen, immer sonntags 17 Uhr, den ganzen Abend, warum nicht? Gut, vielleicht sieht man sich dann, bis dahin, auf Wiedersehen.